Ich glaube, dass der Profisport da jetzt gerade nicht so gut wegkommt, sondern eher man das Gefühl hat als Konsument oder einfach als Fan oder als Mensch, Teilnehmer der Gesellschaft, es werden extra Würste gebraten. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, von der ich nur warnen kann. Grüß dich und herzlich willkommen beim Sportsmaniac Podcast. Mein Name ist Daniel Sprügel und dieser Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios. Heute mit einer neuen Ausgabe unseres Formats Sportbusiness Real Talk und meinem Gast Michael Schillinger, langjähriger Unternehmer und CEO und Partner von der Sponsoringagentur Apollo 18. Ein halbes Jahr ist es her, Ende November, dass wir in diesem Format über die Lage des Sports und des Sportbusiness gesprochen haben und heute gibt es ein kleines Update für euch. Wir sprechen über die Entwicklung unserer beiden Unternehmen, Apollo 18 und Maniac Studios, durch die Corona-Krise, was aus Michaels Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier geworden ist, warum es immer noch keine Institution schafft, die Interessen des Sports und des Sponsorings relevant in Richtung Politik zu vertreten, Sport als vermeintlichen Gewinner der Krise, denn eigentlich ist es nur der Profisport, der Amateursport steht ja größtenteils leider noch im Regen, und die von Michael viel zitierten Extrawürste, die vor allem der Profifußball genießen darf. Warum wir trotzdem optimistisch in die Sportbusiness-Zukunft blicken und uns auf volle Stadien, Eventbesuche und den Sportsommer freuen, das erfahrt ihr gleich, denn bevor es losgeht, habe ich eine Podcast-Empfehlung für euch. Es geht um den Podcast Mit Feuer und Flamme von unserem Partner, die Deutsche Sportmarketing. Um den seid ihr als Hörer oder Hörerin des Sportsmaniac Podcasts sicherlich bzw. hoffentlich nicht herumgekommen. Dennoch hier nochmal die ausdrückliche Empfehlung, in den Podcast reinzuhören. In der Premierenfolge hat Moderatorin Marei Lobs mit Adidas über die langjährige Partnerschaft mit der DSM gesprochen. Alle, bei denen der Funke schon übergesprungen ist, dürfen sich jetzt auf die kommenden Gäste auf der Zielgeraden Richtung Tokio freuen. Und bei allen anderen hoffe ich, dass wir das Feuer noch entfachen können mit definitiv spannenden Persönlichkeiten, die über viele kreative Aktivierungsideen trotz bzw. gerade wegen Corona berichten. Mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio hat sich das Team der DSM nämlich einige Gedanken zu außergewöhnlichen Storytelling-Formaten rund um das Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics gemacht. Ganz nach dem Motto Keep the Fire Burning. Dass bei so viel Leidenschaft für die Sache emotionale Geschichten und auch ein paar witzige Anekdoten entstehen, das liegt auf der Hand. Also abonniert den Podcast auf allen Audioplattformen und begleitet die Deutsche Sportmarketing auf ihrem Weg nach Tokio. Alles zum Podcast findet ihr nochmal in den Shownotes oder unter sportsmaniac.de/Feuer und Flamme. Vielen Dank an die Deutsche Sportmarketing für die gemeinsame Partnerschaft und jetzt viel Spaß im Sportbusiness Real Talk mit Michael Schillinger hier in Folge 272 des Sports Maniac Podcast. Hallo Michael. Hallo Daniel, grüß dich. Freue mich sehr, dass wir nochmal sprechen können. Ist ja tatsächlich schon ziemlich genau ein halbes Jahr her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Damals schon nach viermonatiger Pause im Sommer. Und ja, ich würde sagen, viel passiert. Nicht nur was Corona betrifft, sondern auch was unsere beiden Unternehmungen anbetrifft. Und ich freue mich, mit dir wieder den Austausch starten zu können. Wir tauschen uns ja sowieso generell regelmäßig aus, auch abseits des Podcasts, was ich sehr, sehr wertschätze. Nichtsdestotrotz, bring unsere Hörer mal auf den aktuellen Stand. Was ist denn bei dir seit November, was da wirklich schon ein halbes Jahr her ist, passiert bei Apollo und auch, was du so wahrnimmst im Sport? Also unsere letzte Aufnahme war ja Mitte November. Damals war gerade der Lockdown Light ausgerufen von der Bundesregierung. Wir hatten unklare Aussichten, was dieser Lockdown bedeutet in dieser zweiten Welle. Es ging dann von der zweiten Welle eigentlich nahtlos über eine dritte Welle. Die ist jetzt momentan man spricht dann vom Brechen der Welle. Wir hoffen mal, dass es wirklich auch substanziell so ist und eben nicht aus der zweiten und dritten jetzt eine vierte wird nahtlos. Von daher stehen wir jetzt an dem Punkt, der ja die Aussichten ein bisschen planbarer machen lassen und vielleicht auch wieder positiv auf das Sportjahr schauen können oder auf das Sportbusiness. Bei uns ist wahnsinnig viel passiert. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist jetzt 6 Monate her und es fühlt sich an, wie wenn wir gestern gesprochen hätten, weil eben wahnsinnig, auf der einen Seite wahnsinnig viel passiert ist. Auf der anderen Seite ist es eher Business as usual. Es kommt mir vor, wie wenn die Zeit rasen würde. Wenn ich auf das gesamte Corona-Jahr 2020 blicke, dann wiederum sind wir ganz, ganz viele Punkte so im Gedächtnis geblieben und das fühlt sich dann an wie in Zeitlupe des Jahr 2020. Lag wahrscheinlich an der Erlebnisdichte und an der Emotionalität der Erlebnisse und von daher ist vielleicht auch etwas Positives, was wir mitnehmen aus dem Jahr.
Man hat mehr Erlebnisse, man hat emotionale Erlebnisse und das macht letztendlich ja unsere Lebensgeschichte aus. Aber erzähl mal bei dir, wie ist dir ergangen in den letzten 6 Monaten? Also erstmal war ich auch erschrocken, dass es wirklich schon ein halbes Jahr her ist, weil man sich wirklich jetzt rein so privat gesehen, du bist halt bei dir zu Hause, ich bin bei mir zu Hause in der Stadt in Berlin, wenn man unternimmt nicht viel, außer mal um den Block gehen, in den Park gehen. Ich war, glaube ich, dieses Jahr bislang erst 2-mal unterwegs außerhalb von Berlin, beides Mal für eine Produktion vom Phrasenmäher mit Kai Tramann, wo ich wirklich im Zug saß und aus dem Fenster gucke und mich einfach freue, wie die Landschaft an mir vorbeirast. Das habe ich so bemerkt, dass man wieder feinfühliger wird für seine Umwelt und für sein Umfeld. Was Schönes, natürlich jetzt gerade so die Lage, die ersten Menschen im Umfeld auch sind geimpft. Gott sei Dank meine Eltern, was mir mit am wichtigsten ist. Und unternehmerisch im letzten halben Jahr, ich habe jetzt gerade nochmal drauf geschaut, ey, verrückt, wie viele Projekte wir in den letzten Wochen, Monaten umgesetzt haben. Sei es jetzt Podcast für Laureus, für die DFB-Stiftung, für Viva con Aqua, für ein paar Industriekunden, die wir auch nicht jetzt nennen dürfen können, zumindest jetzt noch nicht. Es ist so unfassbar viel passiert, aber was mir brutal auffällt ist, wir feiern das nicht mehr so wie früher. Es ist halt so gefühlt, du hast einen Videocall, sagst, wir haben einen neuen Kunden gewonnen oder wir haben ein neues Projekt abgeschlossen oder live gebracht und es wird zur Kenntnis genommen, aber nicht gefeiert. Und ich freue mich einfach tierisch drauf, wenn wir im Sommer wieder mal zumindest die Möglichkeit haben, im gegebenen gesetzlichen Rahmen mit meinem Team, mit meinen Kunden, mit meinen Freunden etwas in Anführungsstrichen zu feiern. Also feiern kann auch einfach nur sein, zu 10 zusammenzusitzen an einem Abendessen und Bierchen trinken. Also darauf freue ich mich sehr. Das war echt der Status quo von meiner Seite. Ja, da kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also es ging uns ähnlich. Wir hatten ein wahnsinnig gutes Q4 letztes Jahr. Sicherlich der Tatsache geschuldet, dass einige Budgets eben noch zur Verfügung standen und sich eh alle fragen, was macht man mit der Situation? Das heißt, das Thema Beratung war da unter vollen Segeln letztendlich. Ich hatte beim letzten Podcast ja schon gesagt, dass wir keine Kurzarbeit, also wir hatten kurzfristig dann so im Nachhinein Kurzarbeit bis August. Seid ja gar keine mehr, haben das auch nicht mehr in Anspruch genommen jetzt, die letzten Monate. Im Gegenteil, suchen ja neue Kollegen, fahren, wie gesagt, unter vollen Segeln, machen viele digitale Aktivierungen im Sponsoring. Geht es viel um das Thema Kompensation, also wie kann man wegfallende Rechte kompensieren. Das ist nach wie vor ja ein Riesenfeld für uns. Und ich kann es total nachvollziehen, dass dieses persönliche Erlebnis einfach fehlt. Also wir hatten auch einige New Business Erfolge. Wir haben da wirklich, stehen ganz, ganz toll da, sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben in den 15 Monaten, weil wir da so uns im eigenen Schopf rausgezogen haben und viele Dinge angestoßen haben. Und diese kleinen Samen, die wir letztes Jahr gepflanzt haben, da sind ein paar davon aufgegangen. Und wir wollten feiern und hatten einen digitalen Casino-Abend, der super witzig war. Allerdings war es auch einfach, man kann ja nicht alle Dinge digitalisieren. Und ein Casino-Abend mit Kolleginnen, mit Freundinnen, das funktioniert halt nur so halb, ehrlich gesagt. Auch wenn wir viel Spaß hatten und wir haben alle festgestellt, wie sehr wir uns freuen, wenn wir uns endlich mal wieder in den Arm nehmen können. Ich habe Kolleginnen, die letztes Jahr angefangen haben im Frühjahr, die habe ich noch nie live gesehen. Ich hatte im Gegensatz zu dir gar keinen Vor-Ort-Termin. Also ich bin seit Dezember gar nicht rausgekommen oder seit November, seit unserer letzten Aufnahme. Das ist, glaube ich, so, ja, kann man festhalten. Wir freuen uns alle umso mehr, je mehr man diese digitalen Möglichkeiten nutzt. Und das geht schon in gewisser Weise, freuen wir uns umso mehr. Endlich, wenn alle geimpft sind, ich gehe mal davon aus, dass das im Spätsommer, Frühherbst dann auch easy funktionieren sollte, planen wir jetzt auch schon, dass wir mit allen Kolleginnen uns mal treffen und einfach einen gemeinsamen Abend verbringen können, ohne Headset, ohne WLAN-Probleme und ohne halbgare digitale Möglichkeiten, sich zu unterhalten. Das geht mit 30 Personen halt auch nur ganz schwer letztendlich. Ich habe eine Kategorie mitgebracht vorweg. Und zwar habe ich mir die alten Folgen mal so angehört von uns beiden jetzt aus dem letzten Jahr. Du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, wir hatten mit ziemlich vielen Sachen recht. Und ich habe da so ein paar offene Klammern, die ich gerne noch zumachen möchte. Nämlich ein paar Fragen an dich, die du damals kritisiert hast, beziehungsweise aufgemacht hast oder auch einen Appell gerichtet an das Sportbusiness, an die Politik. Und die will ich einfach versuchen, jetzt mit dir zu schließen. Zuallererst, du hast mir damals gesagt, glaube ich, im Juni war es, du hast einen Brief geschrieben an den Wirtschaftsminister Herrn Altmaier. Übrigens bin ich an dessen Büro vorbeigelaufen, als wir im Bundestag produziert haben mit Herrn Klingbeil. Kleiner Funfact an der Seite, hätte ich mal anklopfen können. Du hast ihm einen Brief geschrieben und gefragt, wie schaut's denn aus? Was macht ihr denn jetzt für unsere Branche? Was ist denn eigentlich daraus geworden? Du hättest nicht anklopfen können, du hättest müssen und fragen, warum ich nie eine Antwort erhalten habe. Er war nicht da. Habe ich auch nicht erwartet, dass da eine Antwort kommt. Auch in deine Richtung hätte ich das nicht erwartet.
Es war ja ein offener Brief. Ich wollte einfach nur mal die Situation mal schildern, wie das so ist als Unternehmer in dieser allerersten Phase. Ich glaube, das war so im April, Mai, also zu Beginn der Corona-Krise, während des harten Lockdowns in einer absoluten Nichtplanbarkeit aller Ereignisse. Und da mache ich der Politik natürlich keinen Vorwurf, konnten die auch nicht planen. Grundsätzlich ist es so, dass die Bundesregierung, finde ich, und wir alle und auch der Sport in dieser ersten Welle einen wahnsinnig tollen Job gemacht haben. Und ich war total stolz auf das Land, auf die politischen Weichenstellerinnen, auf den Sport, wie wir damit umgegangen sind. Und das hat sich leider nicht so erfüllt in der zweiten und dritten Welle, wie wir uns das, glaube ich, alle gehofft haben. Ich habe damals auch gesagt, dass ich glaube, dass es für das Bild von Deutschland in der Welt einiges Gutes hatte, dass die DFL damals die Ersten waren, die es wieder probiert haben mit einem sehr durchdachten Konzept und es funktioniert hat. Das hat sich nicht so erfüllt. Was sich aber erfüllt hat, und da danke ich allen PolitikerInnen im Prinzip, ist vielleicht auch der Vorbote des Wahlkampfes 2021. Das sind das Thema Hilfen für die Wirtschaft. Die sind schon enorm und die sind immer noch da. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Es gab eine Überbrückungshilfe 1 nach der Soforthilfe. Dann gab es eine Überbrückungshilfe 2. Dann gab es die November- und Dezemberhilfe. Jetzt gibt es eine Überbrückungshilfe 3. Und innerhalb dieser Überbrückungshilfe 3 gibt es eine sogenannte Anschubhilfe. Wir sind nicht für alles nicht berechtigt. Wir brauchen auch nicht alle Hilfen. Wir haben auch nicht alle beantragt. Wir haben das mit einem gewissen Augenmaß gemacht. Aber denjenigen, denen es so richtig schlecht geht, da gehören wir glücklicherweise nicht dazu, denen wurde auch geholfen. Von daher war der Appell damals zur richtigen Zeit. Aber es war da einfach viel, viel passiert. Und damals war ja die einzige Hilfe, die in Aussicht gestellt wurde, waren KfW-Kredite, für die ich dann persönlich haftend bin. Und das hat sich komplett ins Positive gedreht. Das kann man nicht anders sagen. Und da kann man auch wirklich mal Danke sagen. Das würde ich an der Stelle auch tun, Herr Altmaier, auch wenn Sie nicht zuhören. Wer ihn kennt, nächstes Mal klingeln, Daniel, und sagen, Herr Altmaier, alles richtig gemacht. Auch wenn es momentan gesamtpolitisch und gesamtsportpolitisch jetzt vielleicht nicht die besten Tage und Wochen sind. Trotzdem glaube ich, dass wir da in Deutschland sehr, sehr gut reagiert haben und da langfristig davon auch profitieren können, alle zusammen. Ein Einwurf noch von meiner Seite, was ich noch sagen wollte. Wir haben in den letzten Wochen eine Nachricht bekommen, dass wir mal prüfen sollten bei uns, inwieweit wir anspruchsberechtigt waren im letzten Jahr. Diese 5.000 Euro Soforthilfe, die wir letztes Jahr natürlich dankend angenommen haben, weil wir nicht wussten, uns ist damals ja ein sechsstelliger Umsatz von heute auf morgen gefühlt weggebrochen an Aufträgen, die nicht dann umgesetzt worden sind. Hat man natürlich dann auch unternehmerisch gehandelt und das beantragt und auch bekommen. Wir haben es Gott sei Dank auch nie angefasst und genutzt für irgendetwas, weil wir das Gefühl auch schon damals, also ich habe das Gefühl gehabt, ich bräuchte es nicht und ich sehe mich auch so ein bisschen in der Falle, dass wenn du was hast, dass du dann gemütlich wirst. Ich habe mir eher gedacht, okay, du packst das nicht an und guckst mal, wie du es unternehmerisch lösen kannst, dass du diese vermeintliche Lücke auch schließen kannst. Jetzt im Nachgang war das so einer der, ich sag mal, unternehmerisch stolzesten Momente, wo ich guten Gewissens sagen kann, hier bitte, euer Geld nimmt es zurück, die 5.000 Euro überweise ich vollumfänglich zurück. Das war noch so ein Highlight in den letzten Monaten, wo ich sage, ich habe das damals nicht mit Hilfe externer gelöst, sondern aus eigenen Mitteln und aus eigener unternehmerischer Kraft. Ja, du bist stark. Also spricht eindeutig für dich, nicht nur für dein Wertefundament, sondern auch für dein unternehmerisches Können. Und ich glaube, dass du da bewiesen hast, was man eben, oder dass jede Krise auch eine Chance sein kann, wenn man die eben annimmt und nutzt und dann das Beste draus macht. Und ich hoffe das auch für ganz, ganz viele Restaurants. Also ich würde fast die Prognose wagen, dass die Horrorszenarien, wie viele Restaurants pleite gehen und Kinos und Sportvereine, dass das alles nicht eintritt. Und warum ist es so? Letztendlich ist es alternativlos. Also wenn ich ein Restaurant besitze, dann muss ich da durch. Und ich hoffe eben, dass jetzt dieses Licht am Ende des Tunnels dann auch wirklich zu einem Licht wird und nicht zu einem entgegenfahrenden Zug, dass man rauskommt aus dem Tunnel. Und deswegen würde ich mich auch total freuen, wenn die bereits Geimpften, da gehöre ich jetzt nicht dazu, also ich hatte meine erste Impfung, das andere dauert alles noch ein bisschen, aber warum kann man die bereits geimpften Personen nicht jetzt in Restaurants gehen lassen und denen einfach nur einen guten Appetit wünschen? Das würde die Wirtschaft zum Laufen bringen, das würde die Restaurants retten letztendlich, wenn sie gerettet werden müssen, dass diese Neiddebatte, die da in den Generationenkonflikt heraufbeschwören, nicht nur völlig unnötig, sondern auch kontraproduktiv und wahrscheinlich in der Breite der Gesellschaft gar nicht da. Das sind die Medien spielen da sicherlich eine gewisse Rolle und die polarisieren wollen, die können das jetzt ganz gut. Aber ich hoffe einfach, dass es wieder in ein normales Umfeld geht, was auch die Schule anbetrifft, dann im neuen Schuljahr, so ab August, September. Und dass wir dann alle sagen können, das waren 1,5 harte Jahre, aber wir haben das Beste draus
mitgenommen und gelernt, wie du jetzt oder wir auch als Unternehmung, dass wir da eigentlich ja, hoffentlich Learnings haben, die uns dann für zukünftige Krisen gewappnet werden lassen, weil die werden definitiv kommen. Ja, und für all diejenigen unter euch, die sich gerade denken, mir gehen diese Impfbilder, Essensbilder, Urlaubsbilder von anderen Menschen auf den Sack. Meine Einstellung dazu ist, ich gönne das total jedem und freue mich für jeden, der mir ein Bild schickt mit einem Pflaster drauf auf dem Oberarm oder mit einem Urlaubsbild mit Strand und Cocktail am Strand. Ich glaube, wir haben das alle verdient und das Einzige, was man machen kann, ist es jedem auch zu gönnen, dass er das schon früher hat, wie man selbst vielleicht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis man selber zu den anderen gehört. Und das noch als kleinen Einschub von meiner Seite. Punkt Nummer zwei, was wurde eigentlich aus, Michael? Wir haben sehr, sehr viel darüber diskutiert, über das Thema Sponsorenvertretung bzw. Branchenvertretung für den Sport. Was hat sich denn dahingehend jetzt für uns, für unsere Branche getan? Also für den Sportbereich reicht ein Wort, nichts. Zumindest habe ich nichts mitbekommen. Ich sehe schon eine Konsolidierung und ich sehe kleine Netzwerke, die funktionieren und ich habe da viel gesprochen und ich finde, dass sie so aus meinem Blickwinkel die Guten zusammengerückt sind und sich austauschen. Da freue ich mich total drüber. Und da ist ein wirklich toller Austausch intensiviert worden, beziehungsweise teilweise auch entstanden durch die Krisensituation. Das ist wunderbar. Aber eine konsolidierte Branchenvertretung gibt es ja immer noch nicht. Und ich bezweifle auch, ob es die geben wird. Es gibt eine größere Entwicklung allerdings auf der Event-Seite. Wir hatten ja schon immer mal wieder die Alarmstufe Rot genannt, die sich konstituiert haben durch die Corona-Krise und versucht haben, eine gemeinsame Stimme abzugeben auf allen politischen Ebenen. Und es ist denen herausragend gelungen. Also ich glaube, die November-Dezember-Hilfe, die wir zum Beispiel nicht in Anspruch genommen haben und auch nicht wollten, die bemisst sich an Umsatzgrößen, nicht an Gewinngrößen. Also da konnte jeder halbwegs smarte Unternehmer, glaube ich, auch eine Schippe obendrauf sich abholen, gerechterweise. Man hat ja davor auch natürlich 8-9 Monate fast gar keine Einnahmen. Aber ich glaube, dass da ganz viel passiert ist. Und was ich jetzt gehört habe, ist, dass diese Branchenvertretung, Pharmab und Alarmstufe Rot, das institutionalisieren und versuchen, mehrere Verbände in ein gesamtheitliches Gebilde zu packen. Das nennt sich Vorwort. Wer das googeln möchte, FWD, Doppelpunkt, hört sich an wie JWD, heißt aber FWD für Vorwort. Und das finde ich ganz spannend, ob wir uns denen dann anschließen werden, müssen wir mal sehen. Wir sind ja kein Eventdienstleister, begreifen uns auch nicht so, sondern wir sind im Sportmarketing tätig. Im Sportmarketing ist der Eventanteil bei uns jetzt deutlich, deutlich kleiner als vor der Krise. Wir werden den auch nicht mehr so in dem Sinne aufbauen, sondern bleiben in dem Thema Beratung, Storytelling, digitale Aktivierungen. Aber da tut sich was im Sport, um auf die Frage zurückzukommen, tut sich meines Erachtens leider nichts. Und die Sportverbände, da kocht halt jeder so sein Süppchen, wobei es jetzt gerade, glaube ich, eine Initiative gibt von DFB und ich meine DOSB. Draußen muss drin sein. Also ich bin ein Freund von Kampagnendenken. Das hat im Sport Einzug erhalten. Es gibt viele auch klassische Werbeagenturen, die im Sport vieles machen. Aber mit einer griffigen Headline und ein paar Plakatwänden an den Kreuzungen deutscher Großstädte ist es halt nicht getan. Und wenn der organisierte Sport mit Millionen von Mitgliedern eine Online-Petition startet zu dem Zeitpunkt im Mai, weiß ich auch nicht, ob das Richtige ist. Aber nichtsdestotrotz, man sieht schon, es konstituiert sich hier und da was, aber eher auf dem Projektlevel. Also ich sehe keine konsolidierte Branchenvertretung. Und ich hatte dann irgendwann vor, ich mache das selber, aber das ist überhaupt nicht möglich, zeitlich nicht möglich. Da ist auch mein Anspruch an mich selber und an meine Unternehmung. Mir geht es erstmal um meine Kolleginnen und um den Job, den ich einfach liebe und gerne mache. Deswegen kann ich das auch nicht machen. Und ja, Platz wäre, also wer sich angesprochen fühlt, meldet euch. michael.schillinger@apollo18.com. Bitte gerne. Michael, der dritte Punkt, den ich mitgebracht habe, der geht dann direkt über in den nächsten Themenblock, den wir besprechen wollen. Was wurde eigentlich aus dem Zitat, Sport wird einer der Gewinner der Krise sein? Hat das noch Bestand oder hast du da mittlerweile eine andere Meinung dazu? Schwierige Frage, beziehungsweise die Antwort ist schwierig. Ich war so fest davon überzeugt, dass Sport der Gewinner sein wird auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, das persönliche Sporttreiben als Teil der Gesunderhaltung des Körpers und der Psyche ist ein großer Gewinner. Also ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass die ganzen Aktienkurse von Golf-Equipment-Hersteller in die Höhe schießen, weil eben mehr verkauft wird. Das ist eine Folge des veränderten Freizeitverhaltens. Fitness-Tracker ist es ähnlich. Also ich glaube, dass der Sport, wenn es den gibt, im persönlichen Sporttreiben
ein großer Gewinner ist, wenn man das so sagen kann, oder die daran beteiligten Marktteilnehmer ist ein großer Gewinner. Vor allem sind die Menschen Gewinner, wenn sie mehr Sport machen, mehr spazieren gehen, mehr Hunde kaufen und mit den Hunden Gassi gehen. Das ist auf jeden Fall passiert. Der organisierte Sport, in dem wir uns bewegen, das Sportbusiness, kann ich schwer als Gewinner bezeichnen, momentan. Weil dazu ist vielleicht auch ein blöder Zeitpunkt, aber es gibt ja so ein paar Querelen in den Spitzensportverbänden, die eher was mit Persönlichkeiten zu tun haben, mit Mitarbeiterführung, vielleicht auch mit einer strategischen Ausrichtung und sich alle um das Thema Sportbusiness drehen. / da wird auch viel Geld umgesetzt und das hat nicht nur positive Auswirkungen, sondern eben alle Begleiterscheinungen auch. Von daher muss ich da leider sagen, bin ich mir nicht sicher, ob der Sport da gut rauskommt. Wir waren Vorbild in dem Wiederaufnehmen nach dem ersten harten Lockdown. Jetzt lese ich aber eher Headlines wie Fußball-Bundesliga vor irgendwie 2000 Zuschauer oder mit einem Drittel Kapazität. Warum brät man noch eine Extrawurst für den Sport? Also es hat sich auch gedreht, die öffentliche Meinung. Ich glaube, dass der Profisport da jetzt gerade nicht so gut wegkommt, sondern eher man das Gefühl hat als Konsument oder einfach als Fan oder als Mensch, Teilnehmer der Gesellschaft, es werden Extrawürste gebraten. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, von der ich nur warnen kann. Ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass in der zweiten oder dritten Welle der Sport als erstes sagt, hey, wenn das jetzt so ist, dann gehen wir voran und wir machen dicht und wir spielen nicht mehr am Wochenende. Warum? Weil wir Vorbild sein wollen für die anderen, für die Kinder, die nicht mehr in den Kindergarten können, für Schüler, die nicht mehr auf dem Schulhof spielen dürfen, für Restaurantbesitzer, für Kinobetreiber, für Musiker. Und da hat der Sport eine Sonderrolle beansprucht, hat die bekommen, ist jetzt relativ nah dran an einer Extrawurst für die Öffnung. Und das halte ich für gefährlich. Und deswegen glaube ich, ich hoffe, dass der Sport der große Gewinner sein wird. Das Sportbusiness hat Schrammen und Kratzer, die hoffentlich reparabel sind. Das Fantum leidet ja auch extrem durch sowas wie die Einführung der Super League, der europäischen. Das gab einen kleinen oder einen riesen Aufschrei. Das sind alles Punkte, die dazu führen, dass der Sport auch viele negative Presse bekommen hat, obwohl er von seiner Grundsubstanz nur positiv ist. Da möchte ich noch ein lobendes Beispiel mit dazu werfen. In Spanien wurde jetzt der letzte Spieltag der La Liga um einen Tag verschoben, teilweise, weil am Vorabend der Eurovision Song Contest im spanischen TV läuft. Also auch hier steht das Wort Kulturmusik noch über dem Sport. Aber das nur als kleinen Fun Fact. Ich wünschte mir, wie du es auch gesagt hast, dass Kulturveranstaltungen, die jetzt, glaube ich, auch Ende Mai dann wieder im kleineren Rahmen möglich sein sollen an der frischen Luft. Wir hoffen, dass es schnell weitere Öffnungen gibt, auch im Kulturbereich, im Musikbereich etc., dass da eben auch nicht nur der Sport irgendwie seine Vorteile genießt. Aber das ist jetzt eher so auf den Spitzensport bezogen, nicht nur auf den Breitensport. Da nagen ja alle so ein bisschen an den Schließungen. Zu Recht aber auch. Und auch vielleicht eine gute Überleitung, weil wir jetzt zu dem Punkt kommen wollen, über den Zustand des deutschen Sportbusinesses zu reden. Und du hast mir im Vorfeld ein paar Beispiele genannt, die dir, so ausgedrückt, mächtig auf den Sack gehen, die du beobachtet hast im Sportbusiness und die du jetzt gerne mal teilen möchtest. Und zwar anhand einer wissenschaftlichen Theorie, die du beim Kollegen Sven Lindberg gesehen hast, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, im Real Talk. Schieß mal los. Also ich habe sie nicht bei ihm gesehen, aber ich würde seine Meinung interessieren, ob ich mit meinem rudimentären Wissenschaftswissen da richtig liege. Aber ich habe eine Theorie entdeckt in den Weihnachtsmonaten. Da habe ich viel drüber nachgedacht und ich finde, da gibt es wahnsinnige Parallelen. Vorab, ich möchte nicht so rüberkommen wie der immer an Neudeutsch rumrantet, der immer nur das Negative sieht. Ich bin eigentlich ein wahnsinnig positiver Mensch. Ich sehe sehr, sehr viel Positives. Und ich finde auch, dass ganz vielen Ebenen in Sportvereinen, Sportverbänden, Spitzensportverbänden herausragend gute Arbeit gemacht wird. Aber wenn man Zustände verbessern will, und das ist mein Anspruch im Leben wie im Job, ist es halt immer wichtig, den Finger in die Wunde zu legen und die Dinge zu identifizieren, die noch nicht perfekt laufen. Heißt aber nicht, dass es nicht perfekte Dinge gibt und die kann oder sollte man vielleicht auch manchmal loben. Die nennen wir an anderer Stelle, Michael. Genau, das habe ich hiermit getan, also kann ich jetzt wieder ranten. Also, die Dissonanztheorie besagt, es gibt kognitive Dissonanzen, es ist viel Theorie. Letztendlich ist es ganz einfach. Es gibt innere Widersprüche. Es gibt ein sehr plakatives Beispiel. Ich bin Raucher. Auf der einen Seite, ich sage aber auch, ich lebe gesund. Das passt nicht zusammen. Dann entstehen in mir durch diese Unvereinbarkeit dieser beiden kognitiven Elemente Dissonanzen, Widersprüche. Und die merke ich, die spüre ich und die möchte ich irgendwie auflösen. Und so geht mir es ein bisschen mit dem Sportbusiness. Das kann man da sehr schön übertragen.
eigentlich wissen wir alle, es geht um die Werte, es geht um die Gesellschaft, es geht um Spielregeln, Fairness, es geht um Leistungswille und wir ehren diese Werte des Sports. Wir nennen alle diese Werte des Sports auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verträgt sich das eben nur schwer mit Wörtern wie Umsatzmaximierung, versuchen eine Dominanz herzustellen, Kartelle zu bilden, Oligopole, also eine Sportliga ist letztendlich ein Oligopol, das sind 18 Erstligisten, die das Produkt aber nur gemeinsam erschaffen können. Und es ist halt immer wieder diese Diskrepanz zwischen den unbedingt ausschließlich positiven Werten des Sports für die Gesellschaft, für den Menschen, für deine Peer Group und auf der anderen Seite eben diese Themen Umsatzmaximierung. Mir fällt immer so ein Beispiel ein, da habe ich auch viel drüber nachgedacht die letzten Wochen. Der Spobis ist eine wunderbare Veranstaltung und wir kehren da aber natürlich den finanziellen Aspekt des Sportbusiness ganz plakativ nach außen. Und wenn Herr Rummenigge auftritt, kommen wir dann in unserer Branche dann sogar im Morgenmagazin mit seinen Zitaten. Es gibt ein anderes Kulturgut, Sport und Sportbusiness ist nichts anderes als ein Kulturgut, das ist die Hip-Hop-Branche. Da geht es noch mehr um Geld, da geht es noch mehr um Geld verdienen. Es gibt aber kein Spobis für Hip-Hop. Und das halte ich für ziemlich clever. Das ist sicherlich jetzt nicht eins zu eins vergleichbar. Aber wir kehren natürlich die finanziellen Aspekte viel nach außen. Es wird viel über Ablöseprämien gesprochen, über Gehaltsverdienste. Es wechseln Trainer den Job gegen Ablösesummen. Diese kognitiven Dissonanzen sind letztendlich eben da. Und die Frage ist, wie können wir die irgendwie auflösen? Und das hat mich tatsächlich beschäftigt. Und lass mich raten, du hast dabei die Antworten, wie wir diese Dissonanzen auflösen können. Ich habe mir übrigens gerade notiert, Spobis für Hip-Hop als Geschäftsidee. Ja, es gibt drei Möglichkeiten, das aufzulösen in der Theorie. Aufhören zu rauchen. Auf den Sport übertragen heißt, wir machen Geld weniger im Mittelpunkt, ist schwer. So ist das halt nun mal entstanden und ich glaube, dass Geld verdienen auch überhaupt kein Problem ist. Die Frage ist ja nur, muss man es immer so sehr plakativ tun oder teilweise auch in den Mittelpunkt seiner Tätigkeiten und Aussagen stellen. Also das wäre das Leichteste. Wir hören auf damit, Geld zu verdienen im Sportbusiness. Es gibt eine zweite Möglichkeit, diese kognitiven Dissonanzen zu verringern oder zu vermeiden, ist, indem man die negativen Folgen verneint. Also das wäre beim Rauchen, dass man sagt, ist ja gar nicht so schlimm, ist gar nicht so gesundheitsschädlich. Das tun wir im Sport anders. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wenn wir es nicht machen, dann machen es andere. Ich bin ja nur Teil des Systems. Wir spielen nur das Spiel mit. Ohne Geld geht es nun mal nicht. Wir negieren auch die negativen Auswirkungen von zu viel Geldfokus. Wir nennen es dann Fan-Centric, versuchen aber in diesem Fan-Zentrismus vor allem den Customer Value zu erhöhen. Also quasi alle Touchpoints so zu optimieren, dass letztendlich mehr Geld beim Verein kommt, um das wieder für Spieler auszugeben. Also die negativen Folgen verneinen ist eine Vermeidungsstrategie. Und die dritte Vermeidungsstrategie ist die positiven Eigenschaften hervorheben. Beim Rauchen als Beispiel wäre das, das ist so gesellschaftsfähig, teambildend, vor der Kneipe eine Kippe gemeinsam rauchen. Ist ja ganz, ganz viel Positives auch da drin. Im Sportbusiness übertragen wäre das, wir schaffen Arbeitsplätze im Sportbusiness, wir geben dem Breitensport was zurück, wir schaffen Vorbilder für Kinder, die überhaupt erst Fußball anfangen, weil sie eben Thomas Müller auf dem Rewe-Glas daheim haben oder bei den Panini-Sammelbildern. Von daher glaube ich, ist dieses, ich habe es ein bisschen lustig eingeführt, aber die Beschäftigung mit so einer Dissonanztheorie und der Übertragung auf das Sportbusiness hat einen ernsten Hintergrund, nämlich wie geht man quasi um mit diesen ganzen Herausforderungen, die wir haben und was machen wir daraus? Weil eins sollten wir definitiv alle verhindern und das hoffe ich sehr, dass irgendwas in der Gesellschaft hängen bleibt. Und da haben wir eben in den letzten Monaten durch die vorangestellten Erläuterungen und Beispiele viele Dinge gemacht, die kein Vorbildcharakter hatten. Ob das das Gewinnstreben ist, ob das Streitereien wie bei Hertha BSC sind zum Beispiel oder bei anderen Fußballclubs oder Verbänden, ob es die viel zitierte Extrawurst ist bei der Öffnung, das sind alles Punkte, die nicht dem Sport dienen. Und dem Sport in seiner ursprünglichen Form, dass ich mir und meinem Körper Gutes tue, dass ich Spaß habe an dem Messen unter fairen Bedingungen, Wettkämpfe mache und die Leistungsspitze dann letztendlich auch in der Lage ist, damit Geld zu verdienen, weil es Millionen begeistert. Das sollte es sein. Daran müssen wir wieder mehr arbeiten und diese negativen Eigenschaften halt verhindern und auch die Ausweichthemen, die negativen Folgen verneinen oder die positiven hervorheben, die negativen aber weiter betreiben. Das sollten wir auch nicht tun. Wir sollten an den Kern gehen und uns alle gemeinsam überlegen, was ist Sport?
Das heißt, für alle Sportclubs und Verbände geht es letztendlich um Markenbildung. Und es reicht nicht, mir einen Claim aufs Logo oder unter das Logo zu schreiben und den dann eben nicht zu leben. Und das passiert auch ab und zu. Und da sollten wir vorsichtig sein, weil das wird momentan mehr beäugt und dann hinterfragt und dann durchschaut. Das heißt, wir sollten einfach ja allen Planungen halt Taten folgen lassen und es dann richtig machen. Und dann haben wir alle Chancen, auch da zurück zur Ausgangsfrage, positiv das Sportbusiness weiter gestalten zu können. Weil es ist nun mal einer der Blockbuster global und es begeistert so viele Menschen. Die Grundessenz ist immer noch die gleiche positive, aber in den letzten Monaten leider haben wir aus der ersten Welle Dinge angestoßen oder sind Dinge passiert, die eben nicht so positiv waren. Michael, jetzt sind wir beide Unternehmer und tragen mit unseren Unternehmen ein mehr oder weniger großes oder kleines Stück dazu bei, dass der Sport ja immer auch mehr zum Business wird. Der Podcast hier fußt ja auf über 270 Folgen auf genau dem, wie man den Sport der Zukunft gestaltet. Was würdest du denn jetzt sagen, können wir beide mit unseren Unternehmen konkret tun, damit wir den Sport auch immer noch bei dem belassen, wie wir ihn alle lieben, nämlich, dass er uns zur Ertüchtigung animiert, dass er Menschen zusammenbringt und nicht nur eben dann sieht, okay, ich suche nach dem nächsten Euro, den ich irgendwo unter einem Stein hervorholen kann. Ich glaube, wenn wir uns orientieren an den Grundwerten des Sports, da ist eigentlich schon alles drin. Und ich habe ja auch, nehme für mich in Anspruch, dass ich die Werte des Sports im Business leben möchte. Und zu jedem Sport gehört halt, das ist eigentlich ein sich messen unter fairen und gleichen Bedingungen, unabhängig von allen wettbewerbsverzerrenden Themen. Das macht Sport aus. Und wenn wir uns diese Regeln geben würden und uns alle dran halten, dann wäre schon viel gewonnen. Das gilt auch für uns, die in diesem Sportbusiness-Umfeld, wir als Dienstleister, du als, würde ich mal sagen, Medienunternehmen, als quasi Lautsprecher der Szene im positiven Sinne, was wir da tun können. Und selbst da funktioniert es nicht immer. Also wir haben in der Krise auch, also ich habe zwei Arten von meiner Peer Group ausgemacht. Die einen, die zusammenstehen, sagen, wir wollen was ändern, wir wollen das positiv gestalten, wir wollen die Werte des Sports eben im Business leben und wir können das auch. Und da gehört auch dazu, dass man Pitches gewinnt und verliert und das ist überhaupt nicht schlimm. Die eine Seite ist zum Glück in meinem Umfeld die deutlich größere Gruppe, also mindestens, würde ich mal sagen, 90% sind in der Richtung, haben sich mehr offenbart. Vielleicht habe ich sie auch provoziert eben durch meine Art und durch die Chance, meine Meinung so artikulieren zu können durch Sports Maniac oder die Sponsors. Auf der anderen Seite kriegen wir aber auch mit, dass es da auch Kollegen, Ex-Kollegen gibt, bleib mal bewusst bei der männlichen Form, ist leider so, die Dienstleistung auch mal umsonst anbieten in der Krise, um eben die Erfolgsmeldung zu haben, um beschäftigt zu sein, um vielleicht aus der Krise dann rauszukommen, mit dem Ziel dann im zweiten Schritt dann damit wieder ein Einkommen zu haben und Löhne zahlen zu können. Das hilft natürlich keinem. Also ich würde zusammenfassend sagen, wenn innerhalb des Sports ist alles da an Regelwerk, an Werten, die uns auch die momentan negativen Ausprägungen beherrschbar machen lassen. Man kann es über das amerikanische Sportsystem sagen, grundsätzlich anderes. Es gibt halt Franchise-Systeme, das heißt, das Thema Auf- und Abstieg gibt es da nicht so. Also es ist irgendwie monetärer Grund geprägt. Auf der anderen Seite gibt es auch ein Salary Cap, das heißt, das ist nach oben begrenzt. Und ich finde, wir sollten versuchen, diese Spielregeln irgendwie neu zu diskutieren. Die Europäische Super League hätte ja auch ein Franchise eingeführt letztendlich, ohne Auf- und Abstieg. Und unsere Conclusio war nur, das ist unfair und das widerspricht so diesen europäischen Sportwerten. Das sehe ich genauso. Auf- und Abstieg muss irgendwie drin sein. Auf der anderen Seite, die positiven Dinge wie Salary Cap wären definitiv zu diskutieren, weil das würde enorm viel Druck aus dem System nehmen. Und ich will auch nicht dann zum 10., 11., 12. Mal den FC Bayern sehen, wie er die deutsche Meisterschaft gewinnt, weil das wird einfach dazu führen, dass es uns irgendwann keinen Spaß mehr macht. Und da hat Bayern dann auch nichts gewonnen. Eine Liga nur mit Bayern München, wie gesagt, das ist ein Oligopol und das Produkt entsteht durch das Zusammenspiel von zwei Konkurrenten. Nur dann entsteht das Spiel Dortmund-Bayern und das, was wir kaufen, ist die Spannung da drin oder den Gemeinschaftssinn, den wir da erleben wollen. Kann ich mal tiefer einführen, habe ich mal die Diplomarbeit dazu geschrieben. Was ist eigentlich das Produkt im Sport? Ja, zusammenfassend, ich glaube, es gibt einige Themen. Wir sollten die Grundregeln der Zusammenarbeit, des Aufsetzens des Sports diskutieren. Das ist leider nicht möglich. Aber es gibt sicherlich Mechanismen, die den monetären Druck aus dem System nehmen und uns dann wieder erlauben, eben mehr Gutes zu tun
weil wir uns nicht mehr hinter jedem Euro herhecheln und alles optimieren wollen, weil das fällt auf, das fällt den Fans auf. Und es geht am Schluss letztendlich auf die Spieler und ob die jetzt 10 Millionen im Jahr verdienen oder 100 Millionen. Es tut mir leid, es hört sich jetzt pauschal an. Ich bin nicht in der Lage, auch die 10 Millionen reichen aus. Und man kann trotzdem im Sport viel Geld verdienen. Wir müssen Druck aus dem gesamten System nehmen. Und der Druck entsteht vor allem immer um das Thema Geld. Und das ist schon eine Herausforderung. Michael, wir sind jetzt auch schon über eine halbe Stunde wieder unterwegs. Deswegen kommen wir so langsam zum Ende unseres Real Talks. Wir haben wie immer noch unseren Stimmungsbarometer mit dabei. Der umfasst zwei Fragen. Nämlich die erste Frage ist, wie sehr hast du die Lage denn aktuell bei euch bei Apollo 18 im Griff auf einer Skala von 1 bis 10? Und da einmal kurz den Rückblick auf letztes Jahr. Ich glaube, du hast damals gesagt, du hast die Krise soweit im Griff und warst auf einer 9. Die Krise ist managebar geworden. Wo stehst du denn da heute? Also ich würde sagen, da stehen wir vielleicht sogar bei einer 10. Die Krise ist absolut managebar geworden. Ich glaube, man sieht, dass die Sportveranstaltungen wieder stattfinden und wir fokussieren uns ja mehr und mehr auf die digitale Aktivierung von Sponsoringrechten, auf Storytelling, auf Social-Media-Betreuung, auf PR. Das funktioniert, wenn die Sportveranstaltungen stattfinden, auch wenn sie vielleicht ohne Zuschauer oder mit reduzierten Zuschauern stattfinden, so wie das jetzt beim DFB-Pokalfinale war. Wir machen ein Tennisturnier in Stuttgart. Da wird es sehr eingeschränkt sein von den Zuschauern. Wir machen dann noch ein Tennisturnier in den USA. Da ist schon jetzt klar, ab 1. August 100% Zuschauer. Von daher ist das alles managebar geworden. Und da würde ich auf jeden Fall eine 10 geben. Es gibt was Internes, was damit reingeht, was schwieriger zu managen ist, dass wir dringend Kollegen suchen. Wir sind da deutlich kleiner geworden durch die Krise. Wir haben auch Menschen, Kolleginnen ziehen lassen und die nicht sofort ersetzt, aus dem Gefühl heraus, ich möchte auch niemanden aus einem bestehenden Anstellungsverhältnis herauskaufen und dann in einem halben Jahr kommt die zweite Welle und die ist gewaltig oder die dritte oder die vierte. Das heißt, wir sind eigentlich zu klein für das, was wir jetzt gerade an Jobs haben. Das funktioniert mit Freiberuflern. Mein Ziel ist allerdings nicht, eben so ein Freiberufler-Netzwerk am Laufen zu halten, weil ich das auch für nicht richtig empfinde, sondern wir suchen dringend neue Kolleginnen. Wir haben momentan tatsächlich 6 Jobausschreibungen. Wer mal nachschauen möchte unter apollo18.com/jobs, findet da welche. Zwar im Sportmarketing, im klassischen, und zwar eher im Content-Social-Media-Bereich. Gehört aber nicht zu der Frage, ob ich die Krise managebar halte. Die halte ich für managebar mit 10. Aber andere Herausforderungen, denen wir uns jetzt gerade stellen, die wir auch gelöst bekommen, und wir kriegen das auch locker über die Zeit hin, quasi mit freiberuflichen Kräften die Jobs alle hinzubekommen. Langfristig würde ich lieber neue, inspirierende Kolleginnen bei uns sehen, die gemeinsam helfen, dass wir das Sportbusiness besser machen und tolle, spannende Jobs machen können. Da schon mal der Hinweis auf die Folge, die wir nächste Woche veröffentlichen werden mit dem Steffen Busch von Summit Sport Marketing, wo es ums Thema Job finden, Jobsuche, was verdient man eigentlich im Sportbusiness gehen wird. Deine Jobs oder eure Jobs bei Apollo 18 verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Zweite Frage auf unserem Stimmungsbarometer ist die Frage, wie optimistisch du gerade bist für dich, für Apollo 18 und fürs Sportbusiness, auch wiederum auf der Skala von 1 bis 10. Ja, lange rhetorische Pause, war schwierig. Die schneide ich raus. Rumgestänkert über den Zustand des Sportbusiness und wissenschaftliche Theorien, die das erklären, was da nicht ganz rund läuft. Aber die Krise ist hoffentlich managebar. Also ich gehe da auf eine 10. Also ich glaube, dass alles gut ist und die Aussichten sind gut. Also wie vor der Krise. Klar hat jeder hat seine Herausforderungen. Das ist aber auf Normalmaß wieder zurückgekehrt, weil ich glaube, durch die Impfungen und toi, 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 hoffentlich gibt es keine indische Variante, die uns dann nochmal ein Bein stellt oder eine Supermutante, die dann den ganzen Tanz nochmal von vorne beginnen lässt. Ich hoffe sehr, dass wir durch die Impfungen eben auch wieder sowohl Konzerte als auch Sportveranstaltungen haben in der normalen Ausprägung, wie wir das kennen, so ab Frühherbst. Und dann glaube ich auch, wird es wieder der Normalzustand sein. Und auch da würde ich dann eben deutlich, deutlich hochgehen und sagen, ja, ich hoffe, dass wir auf dem Vorkrisenaussichten sind, noch nicht auf dem Niveau, das ist keine Frage. Das hat schon Spuren hinterlassen und Dellen hinterlassen. Das wird dann noch ein paar Monate so gehen. Aber die Aussichten Richtung zweite Jahreshälfte, Jahresende, ich hoffe nicht, dass ich Lügen gestraft werde. Bislang wäre ja immer prophetisch richtig mit unseren Corona-Aussagen. Hoffe ich, dass es diesmal auch so ist und tatsächlich dann das alles sich in Wohlgefallen auflöst. Für viele mit vielen tollen Learnings, mit einer sehr intensiven Zeit, mit einer hohen Erlebnisdichte in den Corona-Monaten.
und vielen Erfahrungen, die wir dann da im Positiven umsetzen können. Und von daher bin ich da wirklich jetzt positiv für die nächsten Monate und hoffentlich Jahre. Das freut mich doch. Eine zweifache 10 bei dir bei Apollo 18. Freut auch unsere fleißigen Hörer, die jetzt dir schon über den Verlauf dieses Stimmungsparameters gefolgt sind, von ganz unten bis jetzt ganz nach oben. Mit Blick in die Zukunft, wir werden wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder sprechen, wahrscheinlich so Ende des Jahres, haben wir mal zu uns vorgenommen, wieder mit einem halben Jahr Pause dazwischen, nochmal einen Blick drauf werfen, was sich dann in der Zeit getan hat, weil dazwischen kommt eine Fußball-EM im eigenen Land, unter anderem in ganz Europa, es kommen die Olympischen Spiele, es kommen hoffentlich auch wieder eure Events, die ihr ja geplant habt, rund ums Thema Golf zum Beispiel, Tennis, dann haben wir hoffentlich auch viel mehr zu reden und hoffentlich auch optimistischer zu reden und sehr, sehr viele positive Beispiele, wie Sport ja auch dazu geführt hat, dass wir zur Normalität zurückgekommen sind und auch wie die Werte des Sports sich auch vielleicht im Business widerspiegeln. Kann aber natürlich auch sein, dass wir dann über dreistellige Millionenbeträge an Transfererlösen für Haaland, Sancho und Co. sprechen müssen. Auch das kann passieren, wir werden es nicht wissen. Wir bleiben auf jeden Fall optimistisch. Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gibt es dann abschließend noch was, was du an die Hörer, Hörerinnen aus dem Sportbusiness richten möchtest? Nein, außer bleibt gesundheitlich negativ und inhaltlich positiv. Ich glaube, wir haben das alle in der eigenen Hand, das Sportbusiness zu gestalten. Und wie gesagt, da ist alles da. Ich freue mich darauf, mit vielen inspirierenden Personen in meinem Umfeld zu sprechen. Ich freue mich dann auch für das Sportbusiness. Gibt es ja neben Europameisterschaft und Olympia, das dritte Highlight der Spobis, ist, glaube ich, Anfang September. Fühlt sich manchmal an wie ein Klassentreffen, da freue ich mich schon drauf, da Gespräche zu führen, hoffentlich dann in einer Umgebung, die Corona-neutral ist, in gewisser Weise, also in einem Normalzustand. Und freue mich dann, wenn wir nochmal so ein Recap dann gegen Ende des Jahres machen. Und wie gesagt, ich finde nach wie vor, es ist wahnsinnig viel Know-how in dieser Branche, viel Inspiration, viele tolle Menschen. Und bei allen negativen Punkten, die wir da immer wieder identifizieren, möchte ich eben das Positive nochmal zum Abschluss sagen, dass ich könnte mir keinen anderen Job vorstellen und ich möchte auch überhaupt nichts anderes machen. Und als Dienstleister in einer Agentur ist es schon manchmal auch nicht ganz, ganz leicht. Und in der Krise war es sogar besonders schwer, weil wir dann eher so im Mittelfeld der Nahrungskette stehen. Und das dann zu spüren bekommen, nichtsdestotrotz, ich würde alles nochmal so machen, ich würde wieder in die Branche gehen und ich freue mich darauf, dass wir die gemeinsam gestalten können mit allen deinen HörerInnen, mit dir, mit den anderen Teilnehmern der Branche und vielleicht kriegen wir ja irgendwann auch noch eine positive Branchenvertretung hin, da würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir das machen, werde definitiv auch am Start und verbleibe so mit den besten Wünsche für die nächsten Monate und bin schon gespannt, wie wir diese Folge bewerten, wenn wir wieder sprechen in mehreren Monaten. Ich hoffe nicht mit Kopfschütteln. Ich hoffe es auch, ja. Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit. Grüße nach Frankfurt und bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao, ciao. Schöne Grüße nach Berlin. Mach's gut, Daniel. Tschüss. Der Sportsmaniac Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.